Thomas hier, moin. Heute gibt es einen CNC-Quick-Tipp. Wir sprechen heute über das Planen von Oberflächen. Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Planen von Oberflächen auf der CNC-Fräse so eine große Frage ist, aber ich kriege immer wieder Kommentare und auch E-Mails, wo drin steht, Thomas, kannst du bitte das erklären, wie du das mit deiner Opferplatte gemacht hast, wie kriegst du die sauber planen, wie planst du deine Werkstücke, die du danach fräst? Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so eine große Frage aufwirft, aber es reicht, dass ich dafür ein kleines Video mache, so eine Art CNC-Quick-Tipp-Video. Vorab möchte ich mich bedanken beim André, der hat mir vor einiger Zeit schon geschickt über die Amazon-Wunschliste Loctite, diesmal mittelfest. Ich hatte schon mal das Hochfeste bekommen, das kriege ich aber nie wieder lose, logischerweise. Hat auch seine Berechtigung. Mittelfest braucht man aber immer wieder mal, wenn man mal was lösen möchte. Und er hat mir auch noch geschenkt, auch von Amazon Wunschlist, einen Satz Schraubendreher Torx. Vielen Dank, André. Perfekt. Wir fangen mit der Opferplatte an. Ich gehe jetzt eben rüber, zeige euch, wie meine Opferplatte überhaupt auf der selbstgebauten CNC-Fräse funktioniert. Wer die Fräse noch nicht kennt, ich verlinke euch oben nochmal eine Playlist, da könnt ihr die Fräse einfach nachbauen. Meine Opferplatte ist aus MDF und liegt auf dem eigentlichen Maschinentisch. Mein Maschinentisch ist die Y-Achse, der bewegt sich hin und her. Das heißt, mein Werkstück bewegt sich mit der Y-Achse vor und zurück. Das ist einfach designtechnisch bei mir so gelöst. Und warum solltet ihr eine Opferplatte draufschrauben? Ganz klare Sache. Immer wenn ihr mal eine Kontur ausfräst oder irgendwo durchstecht, dann würdet ihr immer wieder in den Maschinentisch einfahren. Und das heißt, ihr müsstet immer wieder einen neuen Maschinentisch konstruieren. Die Opferplatte ist aus MDF relativ weich und lässt sich einfach und schnell immer wieder ersetzen. Warum ist es wichtig, die Opferplatte zu planen? Eigentlich relativ einfach. Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Opferplatte nicht ganz gerade ist, ich simuliere das mal hier, dann würde der Fräser hier unten, wenn er genullt ist, also wenn er die Oberfläche gerade berührt und dann nach von uns aus gesehen rechts fahren würde, würde er in die Opferplatte eintauchen. Das heißt, alle Werkstücke wären nicht gleich. Wir planen die Opferplatte, indem wir mit einem möglichst dicken Fräser einmal komplett diese Platte oben sauber abfräsen. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Fräse selber gebaut habt, dann habt ihr hundertprozentig irgendeine kleine Abweichung und Ungenauigkeiten in der X-Achse. Die X-Achse ist die, die von links nach rechts fährt. Angenommen, die X-Achse ist wirklich übertrieben gesehen schief angebaut und die Opferplatte ist kerzengerade, dann bringt euch das auch nichts, obwohl ihr wisst, dass die Opferplatte gerade ist. In dem Fall müsst ihr trotzdem planen, weil wenn ihr jetzt die Opferplatte plant, dann fügt ihr quasi die Neigung der X-Achse in die Opferplatte ein und dadurch ist automatisch die CNC-Fräse wieder gerade. Klar, es ist jetzt im übertriebenen Maße dargestellt, aber wenn beides schief fährt, also der Untergrund schief ist und die X-Achse auch schief fährt, dann habt ihr im Prinzip immer ein perfektes Maß, ob ihr links oder rechts seid, es ist wurscht. Meine Opferplatte ist genauso groß, wie auch der Fahrweg der Fräse ist. Ich habe den Fahrweg der X-Achse genommen, ausgemessen und den Fahrweg der Y-Achse und habe dann eine Platte zugesägt, die genauso groß ist wie der Fahrweg. Das heißt, egal wo ich mich auf der Platte bewege, ich brauche keine Angst haben, dass ich links oder rechts ans Ende der Maschine fahre. Wenn wir diese Platte jetzt planen wollen, dann nehmen wir als allererstes das Maß in der X-Achse und das Maß in der Y-Achse. Das merkt ihr euch für eure Fräse oder was auch immer ihr planen wollt, dann nehmt ihr halt das Maß. Und ich würde sagen, wir gehen das mal hoch. Gucken wir uns das Ganze bei Fusion 360 an, wie ich so eine Planaufgabe im CAD-Programm überhaupt einstelle und konstruiere. Auf der Oberfläche von Fusion 360 angekommen, fangen wir mit einer Skizze an. Da drückt ihr hier oben auf Skizze erstellen und habt dann die Möglichkeit auszuwählen, wo ihr eure Skizze erstellen wollt. Wir skizzieren heute aus der Vogelperspektive, das heißt, ich drücke mir hier unten auf diese Fläche und dann springt auch die Ansicht schon in die Vogelperspektive. Dann können wir oben auf das Tool Rechteck mit zwei Punkten drücken. Wir fangen nämlich jetzt als allererstes an, unsere Opferplatte mal nachzubauen. Es ist einfach einfacher, wenn man sieht vor Augen, was man wirklich macht. Es ist nicht notwendig, die Opferplatte nachzukonstruieren. Es ist aber einfach von Vorteil, weil man es sich einfach besser vorstellen kann, zumindest wenn man mit der ganzen Materie anfängt. Ich drücke irgendwo wahllos ins Weiße und konstruiere mir ein Rechteck. Ihr habt links und rechts die Zahlen in den Kästchen. Blau hinterlegt ist die linke Seite. Da kann ich jetzt einfach eingeben, die Größe, wie groß es sein soll. Meine Opferplatte ist 39,5 mal 39,5. Ich werde aber nur 39 cm, sprich 390 mm angeben. Warum, erkläre ich gleich. Ich habe 390 eingegeben, drücke den Tabulator und springe in die nächste Zeile. Drücke nochmal 390 für 390 mm, drücke Enter. Zoome jetzt raus, lege mir das Bild wieder in die Mitte und sehe mein schönes Viereck.
welches meine Opferplatte simuliert. Warum 390 mal 390 anstatt das echte Maß von 395? Diese 5 mm seht ihr gleich bei der Bearbeitung. Der Fräser braucht am Rand beim Eintauchen und Ausfahren ein bisschen Platz und ihr wollt nicht, dass ihr euch in den Endschalter oder ich sag mal in das mechanische Ende der Fräse reinfahrt. Deswegen 5 mm Toleranz sollte okay sein. Ich drücke auf Skizze fertigstellen. Dann springt mir das Ganze wieder in eine Seitenansicht und dann polstern wir uns erstmal diese Skizze auf. Ihr drückt in diese Skizze, wählt sie aus mit der linken Maustaste. Könnt jetzt entweder E für Extrusion drücken oder wir gehen hier oben in das Menü Extrusion und drücken auf dieses Tool. Dann kommt dieser Manipulator und hier könnt ihr eingeben, wie dick eure Opferplatte sein soll. Ist eigentlich total egal. Ich gebe einfach mal 10 mm ein, dann springt das Ganze 10 mm nach oben. Ich drücke Enter und das war's auch schon. Es ist keine Hexerei. Wir haben jetzt unsere Opferplatte konstruiert und können uns das Ganze dreidimensional einigermaßen vorstellen. Ziel ist es heute, mit der Planaufgabe jetzt einmal mit dem Fräser hier entlang zu fahren, um eine möglichst gerade Oberfläche zu erstellen. Dafür brauchen wir jetzt nichts mehr konstruieren. Wir sind im Prinzip fertig und gehen hier oben bei Konstruktion auf den Reiter auf Fertigen. Dann öffnet sich ein neues Menü und wir sind jetzt in der CAM-Software, wo wir dann unsere Fräsbahn konstruieren können. Als allererstes solltet ihr immer ein neues Setup konstruieren oder erstellen. Dafür drückt ihr auf Setup, dann öffnet sich ein neues Fenster. Hier sieht man auch schon, verändert sich auch was. Und da gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Bei Bearbeiten können wir erstmal alles so lassen. Operationstyp Fräsen passt. Wir haben eine Fräse. Modellausrichtung ändere ich auch erstmal nicht. Beziehungsweise kann ich das auch direkt hier machen. Ich möchte nämlich meinen Nullpunkt möchte ich vorne links haben. Ihr erinnert euch an die Fräse. Die X-Achse ist Links-Rechts-Bewegung. Meine Y-Achse war der Tisch, der nach vorne und hinten fährt. Und die Z-Achse ist die Spindel, die hoch und runter bewegt. Genau. Also, wir haben den Nullpunkt oben links auf die Ecke gelegt. Das kann jeder individuell für sich selber entscheiden, wo der hin muss. Bei mir liegt der meistens vorne links oder in der Mitte. Dann drücke ich auf das Rohteil. Und das Rohteil, ihr seht es hier schon, ist ein bisschen zu groß. Unsere Opferplatte hier drin ist kleiner als das, was wir draußen haben. Ich möchte, dass mein Rohteil genau so groß ist wie die Opferplatte selbst. Das heißt, ich stelle hier oben bei relativer Quadergröße, Quader mit fester Größe ein und gebe eigentlich nichts mehr ein, weil er merkt dann schon, dass ich genau das so möchte und hat mir alle Maße schon vorgeschlagen. Wir haben eine X-Breite von 390 mm, eine Tiefe Y von 390 mm und unsere Höhe Z ist auch schon perfekt eingestellt. Zum Vergleich, wenn ich jetzt hier mal 9 mm mache, dann wird es gleich rot. Logischerweise, weil unser Werkstück, was jetzt aufgespannt wird, kleiner ist als die Konstruktion, die wir fräsen wollen. Das geht natürlich nicht. Deswegen zurück auf 10. Hier haben wir noch den Postprozessor bzw. das Programm. Da lasse ich erstmal alles so, wie es ist, drücke auf OK und dann ist unser Setup fertig. Das ist eigentlich mal eine schnelle Geschichte. Die eigentliche Konstruktion und Fräsarbeit kommt jetzt. Dazu drücken wir oben hier bei unseren Optionen auf Planen. Bei wem dann nicht Planen steht, weil das irgendwie anders aussieht, eigentlich sollte es immer genau gleich aussehen bei euch, wenn ihr zumindest ähnliche Monitorgröße habt wie ich. Bei wem das hier oben nicht ist, der kann einfach auf diesen Reiter drücken und dann habt ihr hier unten die Option Planen. Könnt ihr genauso gut drauf drücken. Dann öffnet sich wieder ein neues Fenster und wir fangen als allererstes an mit diesen Reitern hier oben. Der erste Reiter ist das Werkzeug. Da fangen wir oben an. Wir wählen uns ein Werkzeug aus. Ich erwähnte unten schon mal in der Werkstatt, dass ihr das möglichst breiteste Fräswerkzeug nehmt, was ihr habt. Bei mir leider nur ein Holzfräser 8 mm. Die Frage wird kommen, wie ich hier diese schöne Ordnung hier reingebracht habe. Meine Fräser habe ich alle von Hand tatsächlich ausgemessen und implementiert in diese Bibliothek. Da gibt es ein eigenes Video, müsst ihr mal durch die Bibliotheken schauen. Ach, durch die Bibliotheken, durch die Playlist auf meinem Kanal, da gibt es einiges zu Fusion. Ich gehe auf Holzfräser und wähle mir meinen breitesten Fräser aus, in dem Fall den 8 mm und auch kürzesten. Wir wollen nicht tief rein, wir wollen wirklich nur die Oberfläche abnehmen, deswegen nehme ich diesen Fräser. Drücke auf Auswählen und dann habe ich hier für mich schon alles voreingestellt. Kühlmittel ist deaktiviert, wird bei gerade bei MDF noch weniger Sinn machen als bei Holz generell.
Da hättet ihr nicht viel von, hättet ihr relativ schnell Pappmaché, wenn ihr das kühlen würdet mit Wasser oder Bohrmilch oder was auch immer ihr drin habt. Und ansonsten lasse ich die Voreinstellung so, wie ich den Fräser angelegt habe. 24.000 Umdrehungen passt. Schnittvorschub 1500 mm ist eigentlich okay für diese Größe, allerdings nehmen wir nicht viel ab und deswegen bügeln wir da einfach mal Vollgas mit 2500 mm pro Minute durch. Das übernimmt er auch für die anderen Vorschübe, außer beim Helix-Vorschub. 2500 ist übrigens im Vergleich zu anderen Fräsen immer noch ultra langsam, also einige Leute werden mich mit Sicherheit auslachen, aber Leute, die schneller als 2500 mm fahren, gucken sich auch kein Tutorial zum Planen einer Opferplatte an. Deswegen bin ich hier eigentlich relativ safe. So, wir machen auch 2500 mm und das reicht. Dann gehen wir zum nächsten. Geometrie, automatisch schon ausgewählt. Klar, wir machen eine Planaufgabe. Was soll man planen außer die Oberfläche? Wir können sie trotzdem oben nochmal anklicken. Und das war es für diesen Reiter auch schon. Dann die Höhen. Hier wird es wieder ein bisschen interessanter. Hier könnt ihr nämlich jetzt entscheiden, was wollt ihr, wie viel Millimeter von der Oberfläche abnehmen. Das könnt ihr manuell einstellen, hier unten über die Endhöhe. Da drückt ihr drauf, wählt die Rohteiloberkante aus. An der Rohteiloberkante werden wir nachher den Nullpunkt einstellen. Und könnt hier dann einstellen, wie tief bzw. wie viel ihr wegnehmen wollt. Wir nehmen mal minus 0,5 mm ab. Wichtig ist das Minus davor. Ich schaue mal, ob ich euch das zeigen kann. Hier, ja, witzig, jetzt ist tatsächlich die andere Ansicht besser. Von vorne. So, hier seht ihr, die hellblaue Linie ist unsere Rohteiloberkante und die dunkelblaue Linie ist die Linie mit minus 0,5 mm. Vergesst ihr das Minus, passiert das. Oh, das war jetzt blöd. 0,5 natürlich. Dann ist die Schneide hier oben und nimmt nichts ab. Deswegen immer dran denken, ihr wollt ins Material nach unten, also minus 0,5. Wenn ihr mehr abnehmt, dann sieht man es deutlicher. Angenommen, ihr wollt minus 4 mm abnehmen, dann springt die blaue Linie, also die Schnittlinie, tatsächlich auch auf 4 mm. Aber wir bleiben bei 0,5. Und dann war es das auch für diesen Reiter. Dann klicken wir weiter auf die Durchgänge. Hier lasse ich im Prinzip erstmal alles so, wie es voreingestellt ist. Das Einzige, was ich hier ändere, ist die Querzustellung. Die Querzustellung ist, wenn der Fräser, jetzt kommen wir wieder raus, machen uns die Perspektive an, wenn der Fräser gleich hier in Schlangenlinien herfährt, dann ist die Zustellung, die Zustellung oder das Maß, mit welcher der Fräser die neue Bahn beginnt. Wir haben einen 8 mm Fräser, das heißt 0,4 mm hängt schon auf dem gefrästen Bereich. Das heißt, wenn ich das runter mache auf 5 mm, auf 4 mm, meine ich, dann haben wir die Hälfte des Fräsers. Das heißt, der Fräser fährt immer nur mit der Hälfte seiner eigentlichen Dicke ins neue Material rein. Hier war vorgegeben, ich glaube 7,4 hatten die, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ich persönlich lasse immer einen Millimeter Platz, das heißt ich habe 8 mm Fräser, ich nehme 7 mm Zustellung. Das liegt einfach daran, dass gerade beim Holz, wenn ich zu dicht fahre, dann habe ich an der Schnittkante ein paar Fransen manchmal stehen oder das, naja, die Oberfläche sieht halt nicht ganz so toll aus bei gerade weichem Holz wie MDF. Deswegen habe ich hier jetzt 7 mm eingestellt. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren, da gibt es eigentlich keine perfekte Formel für. Richtung ist auch wichtig, beide Richtungen. Wir können Gleichlauf oder Gegenlauf einstellen. Beide Richtungen heißt, der Fräser fängt meinetwegen hier an, fährt nach links, fährt eine Kurve und fährt nach rechts, um direkt weiter zu schneiden. Würde ich jetzt nur eine Richtung angeben, Gleich- oder Gegenlauf, dann würde er eine Bahn abfahren, hochgehen, zurückfahren und die nächste Bahn abfahren. Und dadurch, dass das jetzt kein wunderschönes Projekt wird, ist uns das eigentlich gleich, ob man da jetzt später Riefen sieht oder nicht, solange sie natürlich nicht fühlbar sind. Hier geht es tatsächlich um Geschwindigkeit, deswegen beide Richtungen. Entschuldigung, ich habe heute irgendwie Frosch im Hals. Quark, genau. Und beide Richtungen heißt, dass der links und rechts hin und her fährt.
Von der anderen Seite könnt ihr anklicken, angenommen, der würde mir gleich die Fräsbahn berechnen, dass er hier anfängt und ich möchte ihn aber auf der anderen Seite haben. Mein Gott, dann drückt ihr hier das Häkchen an und dann fängt er aus der anderen Seite an. Tiefenschnitte brauchen wir auch nicht, bei 0,5 mm wird sich eure Fräse dermaßen langweilen und ein Rotteil auf Maß wollen wir auch nicht. Also, den Reiter haben wir fertig, gehen wir zum Schluss. Auf den letzten Reiter haben Anfahr- und Wegfahrbewegungen. Da lassen wir alles so, wie es eingestellt ist. Das passt eigentlich relativ gut immer. Das Einzige, was ich wegmache, ist die Einfahrt und Ausfahrt. Einfahrt bedeutet, er würde außerhalb des Werkstücks anfahren und am Ende auch wieder aus dem Werkstück rausfahren. Das wollen wir nicht. Unsere Opferplatte ist ja fast so groß wie der Maximalbereich der Fräse. Das heißt, wenn man hier noch groß rausfahren würde, dann würden wir wieder in den Endstoppschalter, falls ihr welche verbaut habt, reinfahren oder halt ins Maschinenende. Hört sich nicht so cool an. Einfahrt, Ausfahrt weg. Übergangstyp glätten. Das ist noch ein wichtiger Reiter. Da werden wir jetzt drüber sprechen. Und zwar habe ich ja gerade erzählt, die Fräse kann nicht wirklich viel weiter rausfahren, als dieses Werkstück groß ist. Deswegen haben wir hier verschiedene Typen. In der ersten Zeichnung, die ihr oben seht, glatter Übergang, sieht man die blaue Schnittlinie. Das heißt, der Fräser fängt beim roten Bereich an oder bei dem roten Punkt, fährt dann die Planaufgabe ab und fährt immer über das Werkstück, diese grüne Linie im leeren, wieder in die nächste Bahn rein. Die zweite Zeichnung in der Mitte, seht ihr, wie der Fräser anfängt und wirklich auf der Grenze des Werkstücks weiterfährt zur nächsten Bahn und dann blau wieder schneidet. Das ist im Prinzip genau das, was wir brauchen. Deswegen stellen wir hier an, gerader Übergang. Gerade Linie in dem Fall. Das heißt, unser Fräser fährt hier bis zur Kante, fährt vor und fährt dann wieder die nächste Bahn. Wenn er jedes Mal hier rausfahren würde, müssten wir die Opferplatte noch kleiner konstruieren, sonst würde die Maschine ja wieder in den Endstopp bzw. in mechanisches Ende fahren. Und das wollen wir nicht. Deswegen die 5 mm Toleranz, die brauchen wir gleich für die Einfahrt. Das seht ihr jetzt. Wir haben alles eingestellt und drücken auf OK. Und jetzt seht ihr die eigentliche Fräsbahn, wie ich mir das so ein bisschen ausblenden kann. Yep. Das sind diese 5 mm, die wir jetzt leider brauchen. Und der Rest müsste eigentlich locker flockig durchlaufen. Das heißt, die Fräse fährt bis hier, fährt darüber und fährt die nächste Bahn. Das ist im Prinzip die komplette Planaufgabe schon. Wir simulieren das Ganze jetzt mal, drücken hier oben auf Simulieren. Dann drücken wir auf Play und dann seht ihr schon, wie der Fräser unten perfekt. Ich mache mal jetzt Pause oder wir machen das mal langsamer am Übergang. Und dann sehen wir, was passiert. Jetzt habe ich es aber gut gemeint mit der Geschwindigkeit hier. Das heißt, die Mitte des Fräsers fährt nur bis zur Grenze des Werkstücks und fährt dann weiter. Das heißt, wir sollten keine Probleme mit der Maschine bekommen. Beschleunigen wir das Ganze mal. Zack, und fertig ist die Opferplatte. Sehr schön. Das Ganze wollen wir jetzt nur noch in einen G-Code verwandeln. Ist auch ganz leicht. Wir drücken auf unsere Operation, auf die Planoperation, drücken dann hier oben auf den Postprozess. Hier solltet ihr persönlichen Postprozess einstellen für eure Fräse, wenn ihr mit Estelcam arbeitet. Ich habe ein Video auch dafür gemacht oder ich habe ein Video erstellt, wo ihr gezeigt bekommt, wie ihr den Estelcam-Experimente-Postprozessor in dieses Programm implementiert. Ich habe aber neulich, als ich mit dem Onkel Phil zusammen gestreamt habe, hat mir jemand geschrieben oder irgendwer hat es gesagt, dass dieser Estelcam-Postprozessor inzwischen bei Fusion 360 mit in der Bibliothek ist. Das ist natürlich super entspannt, dann könnt ihr den nämlich einfach auswählen. Ansonsten ändere ich hier nichts, drücke auf OK und jetzt kann ich den einfach irgendwie speichern und umbenennen. Ich habe den schon gespeichert, deswegen drücke ich jetzt auf Abbrechen. Ihr sichert den natürlich dann. Und ich würde sagen, dann gehen wir runter in die Werkstatt, gucken uns das Ganze an. Ich werde jetzt noch eine andere Planaufgabe schnell vorbereiten, denn meine Opferplatte ist fertig und geplant. Wir werden irgendwas anderes planen, unten gleich irgendein schiefes Stück Holz, damit ihr einfach seht, damit Plan immer Sinn macht, nicht nur bei der Opferplatte, sondern auch bei anderen Projekten, die ihr mal vorhabt.
Wie gerade schon am Computer erwähnt, ist meine Opferplatte bereits perfekt geplant und auch sauber und gerade. Die plane ich nicht nochmal über. Wäre ein bisschen langweilig, denke ich mal, einfach nur ein Stück MDF viereckig wegzuplanen. Ich habe hier so ein Stück Baumkante jetzt aufgespannt. Das Stück ist wirklich krumm und schief. Das hat außer das Sägewerk noch kein anderes Werkzeug gesehen. Und natürlich die Kreissäge, damit es in diese Form passte. Und das ist wirklich sehr uneben, sehr U-förmig. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reingravieren würde, wäre die Gravur auf der linken Seite komplett anders als rechts, weil das Stück Holz U-förmig nach oben läuft. Deswegen plane ich jetzt einfach mal 15 cm mal 15 cm sauber ab. Dadurch kommt dann auch die schöne Holzoberfläche zum Vorschein. Was ihr bei sowas beachten müsst oder bei solchen Stücken Holz, die, ich sag mal, U-förmig sind, natürlich sind diese Klammern stark genug, das Stück Holz während des Fräsvorgangs plan auf die Opferplatte zu pressen. Das ist kein Problem. Das Ding ist, ihr habt dann eine saubere Oberfläche, löst die Spannpratzen hier und das Stück Holz verformt sich natürlich in die Ursprungsposition zurück. Das heißt, eure geplante Oberfläche ist trotzdem U-förmig. Deswegen seht ihr aber links und rechts habe ich kleine Unterlegkeile drunter. Das heißt, ihr müsst das Holz wirklich so auflegen und auch ohne Kraft muss es erstmal gerade kippelfrei liegen. Dann könnt ihr es vorsichtig festspannen. Wenn ihr den Nullpunkt setzt für die Z-Achse, sprich ihr nullt die Höhe der Spindel ab, solltet ihr ganz wichtig beachten bei so unebenen Geschichten, wie ich sie jetzt hier aufgespannt habe, dass ihr euch die Stelle sucht, die am tiefsten liegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Nullpunkt hinsetzen würde, ich fahre mal runter, so berührt ganz knapp und jetzt würde ich anfangen loszuplanen, dann würde der Fräser hier hinten in der Luft hängen, denn das Stück Holz fällt nach hinten hin, nach unten ab, weil es ist so uneben, dass da eine zu große Differenz ist als für die 0,5 mm, die wir uns vorhin eingestellt haben. Aus dem Grund habe ich für dieses Stück Holz auch 1,5 mm abgenommen bzw. eingestellt. Also wundert euch gleich nicht, wenn hier viel mehr Material wegkommt als in der Operation, die wir vorhin in Fusion gemacht haben. Wenn ich jetzt ganz knapp über dem Holz mit dem Fräser schwebe und dann mal vorsichtig nach hinten fahre, dann seht ihr, dass hier schon wieder viel mehr Platz zwischen Holz und Fräser ist. Das heißt, wenn ihr hier vorne anfangt zu planen, der Nullpunkt ist perfekt, dann fährt der Fräser hinten irgendwann in der Luft rum und es ist irgendwann frustrierend, denn diese Planaufgabe könnte immer wieder und wieder starten, bis ihr endlich das komplette Stück geplant habt. Deswegen sucht euch einfach die tiefste Stelle des Holzes und dann ist es ganz einfach. Ihr seht, so eine Planoperation, so eine Planaufgabe, die ist relativ schnell erledigt und man hat in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit ein richtig cooles Ergebnis. Gerade wenn ihr was gravieren wollt oder selbst wenn ich Aluminium bearbeite, plane ich eigentlich vorab immer einmal die Oberfläche, weil eine gefräste, geplante Oberfläche von Aluminium sieht einfach auch geil aus. Ihr seht das Ergebnis. Ich denke mal, man sieht ganz klar den Unterschied zwischen den Oberflächen. Man kann auch gut sehen, denke ich mal, wenn man das so hält, ja, vielleicht nicht ganz so prall, aber die unterschiedliche Stärke der Kante, das heißt, wir haben hier wirklich eine wunderschöne, gerade saubere Fläche hergestellt und so könnt ihr mich besser sehen.
Die Fräser, die ich benutzt habe, sind unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich habe einen 8mm Holzfräser mit geraden Schneiden benutzt und für die Gravur einen 6mm Phasenfräser 90 Grad. Wie gesagt, unten alles verlinkt. Ich bin mit den Fräsern mehr als zufrieden. Die sind haltbar, die sind messerscharf, perfekt. Probiert es einfach mal aus. Dazu wirklich bezahlbar. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war kein richtiges Projekt. Eigentlich war es wirklich nur ein Quick-Tipp, auch wenn es für ein Quick-Tipp schon wieder ein sehr langes Video geworden ist. Ich hoffe trotzdem, dass ihr was mitnehmen konntet. Probiert einfach mal aus, irgendwelche Sachen zu planen. Plant über alles mal drüber. Alles, was eure Fräse am Material schafft zu fräsen, kann sie auch planen. Und in dem Sinne gibt es nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich riesig darüber und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, bis bald.